Heute sind Hamburger, Niedersachsen, Schleswig-Holsteiner und Bremer hier, alle in Landesparlamenten vertreten, um dafür zu werben, dass Mecklenburg-Vorpommern als letztes Bundesland im Norden dazu beiträgt, dass Freie Demokraten überall parlamentarische Verantwortung tragen, weil nur so wir die gemeinsamen Interessen des Nordens gegen unsere bajuwarischen und baden-württembergischen Freunde, die auch da sind, wirksam vertreten können. 4, 3, 2, 1 und los geht's! So, wir sind gerade auf dem Weg zum Wohnmobil und haben echten Zeitdruck. Um 13.15 Uhr müssen wir uns nämlich mit der Orga für das Lachenbootrennen treffen. Und unser Wohnmobil steht da hinten. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, weil die Kamera nicht umdreht. Exakt, und weil da grün ist und dann sieht man eh nichts. Außer die Leute würden glauben, wir hätten jetzt hier in einem grünen Anlagengebiet geparkt. Aber das haben wir natürlich nicht. Hatten wir ursprünglich mal vor. Nein. Der Fahrer war dagegen. Nun gut, auf jeden Fall fahren wir jetzt gleich Drachenboot. Wir hatten gerade den Aktionstag auf dem Marktplatz hier in Schwerin. Es war richtig cool, es waren ziemlich viele Julis da aus Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und NRW. NRW. Und das war richtig nice. Sachsen, Hamburg, Bremen. Sachsen? Ja, meine Güte. Und sogar welche aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Locals. Die Locals. Also wir haben uns gerade umgezogen, wir haben unsere Ruderklamotten an, damit es gleich losgeht für das Drachenbootrennen. Und wir sind hoffentlich Cecil 1. Wir sind Team Blau und damit Cecil 1. Ja. Echt? Ja. Cecil! Und ich bin der Blauste von allen, denn ich habe auch eine blaue Hose an. Das sieht man jetzt vielleicht nicht, aber doch, das sieht man. Hey, und die beiden haben grüne Hosen an. Wahnsinn. Wir sind die Besten. Team Magenta hat gar keine Chance gegen uns. Da kommt noch nicht mal Widerspruch. Das ist einfach so. Team Magenta hat null Chance. Und wir haben natürlich 30 Jahre FDP, dass sie nicht widersprochen haben. Speck! Wir haben Cecil an Bord, wir haben Dennis an Bord, der schon als Tor mutiert ist, beziehungsweise zu Tor mutiert ist. Cecil. Er hat Mjolnir zu Hause gelassen, aber dafür hat er die Muckis dabei. Die braucht er auch gleich. Und wir auch. Und verdammt viel Glück sowieso. So, wir kommen jetzt vom Drachenbootrennen. Wir sind keine Profis, haben auch nicht so den Anspruch gehabt. Es ging eigentlich eher darum, Spaß zu haben und den Aktionstag entsprechend dann auch mit diesem Gefühl zu starten, um dann jetzt in den kommenden Tagen, vor allem jetzt in der letzten Woche vor der Landtagswahl, nochmal richtig Power zu geben. Und mit dem Gefühl sind wir jetzt auch als Letzter und als Vorletzter ins Ziel gekommen. Es hat Spaß gemacht, es hat ultra Spaß gemacht. Und jetzt freuen wir uns aber auch auf zu Hause. Wir drehen vielleicht jetzt noch ein, zwei Videos während der Fahrt, aber dann ist auch gut, wir sind alle total geschafft. Aber das war Team Spirit. Das war Team Spirit. Hashtag Teamwork. Cecil! Liebe Leute, die Tour ist nun over. Wir sind fertig, wir sind total müde. Ja. Wir haben echt alle Kraft jetzt versucht, in dieser Woche für den Wahlkampf in MV zu investieren. Wir haben uns engagiert. Wir hoffen, dass es klappt mit Cecil und ihrem Team in das Mecklenburg... Cecil! ...in das Parlament von MV hineinzukommen. Und wir versuchen sie natürlich jetzt auch noch aus Schleswig-Holstein direkt zu unterstützen. Und die Woche hat jetzt angefangen. Jetzt kommt es auf jede Stimme an und ihr schafft das.